Zu den farbenprächtigsten Booten des Sommers zählt der 20 bis 80 cm hohe Klatschmohn. An einem haarigen Stängel sitzen die ebenfalls behaarten, stark gezahnten Blätter. Zwischen Mai und Juli blüht der Klatschmohn mit einer einzelnen Blüte am Ende des dünnen Stängels. Anfangs werden die vier scharlachroten Kronblätter von zwei grünen, behaarten Kelchblättern umhüllt, die jedoch schon bald abfallen. In der Mitte der roten Kronblätter steht die scheibenförmige Narbe. Der Fruchtknoten besteht aus miteinander verwachsenen Fruchtblättern. Um ihn herum stehen über 150 dunkelviolette Staubblätter, die mehr als 2,5 Millionen Pollenkörner produzieren. Zwischen 6 und 8 Uhr morgens werden besonders viele Pollen freigesetzt, denn zu dieser Zeit sind die meisten Insekten unterwegs, die den Mohn bestäuben. Nach der Bestäubung bildet sich aus dem Fruchtknoten eine eiförmige Kapsel. Wenn der Samen reif ist, öffnen sich unterhalb der Narbenscheibe kleine Löcher. Wird der Stängel nun vom Wind hin und her geschwenkt, fallen die kleinen Samen aus den Öffnungen. Jedes einzelne Fruchtblatt enthält viele lose Samen. Der Klatschmohn liebt sonnige, trockene Standorte. Oft findet man ihn in Getreidefeldern, an Wegrändern oder auf Schutthalden. Ein Verwandter unseres Klatschmohns ist der Schlafmohn. Er wird bis zu 1,5 Meter hoch. Die runden Samenkapseln des Schlafmohns enthalten einen Milchsaft, der getrocknet Opium heißt. Opium enthält giftige Alkaloide, wie zum Beispiel Morphin, das zu Heroin weiterverarbeitet werden kann. Das Züchten und Pflanzen von Schlafmohn ist deshalb in Deutschland verboten und stellt einen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz dar. Als unentbehrliche Medizinpflanze wird Schlafmohn jedoch unter staatlicher Kontrolle angebaut. Der bei uns weit verbreitete Klatschmohn enthält diese giftigen Inhaltsstoffe nicht. Der Mohnsamen, der beim Backen als Zutat oder Verzierung verwendet wird, kann also unbedenklich genossen werden und hat keine berauschende Wirkung. Die intensiv rotfarbenen Blätter des Klatschmohns dienten früher zur Herstellung von roter Tinte sowie zum Färben von Stoffen.